Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu New World. Ja, beim letzten Mal haben wir einen ganz gewaltig auf die Mütze gekriegt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir ganz schön zu kämpfen hatten. Dementsprechend habe ich am Wochenende ein bisschen was gemacht. Ich habe nämlich, wie versprochen, das wollte ich nicht. Das da wollte ich. Wie versprochen, ein bisschen an unseren Fertigkeiten gefeilt. Ich habe die Holzfällerei, Bergbau, Spurenlesen war, glaube ich, schon relativ hoch und Erntearbeit an sich auch, aber auf jeden Fall habe ich mich auf Bergbau und Holzfällerei gestürzt und habe dort ein bisschen geskillt und habe auch, das muss ich überlegen, hier, ich habe den Lebensstab auf Stufe 3 und den Bogen auch auf Stufe 3 gebracht. Das ist nicht so viel im Vergleich zum Schwert und Schild, I know. Aber immerhin sind die jetzt ein bisschen angeglichen an den Feuerstab. Ich versuche jetzt erstmal, mich mit dem Lebensstab und dem Bogen vertraut zu machen. Aktuell habe ich jetzt gerade den Bogen drin, habe aber auch den Lebensstab in der Tasche. Ja, und das Beil hier ist eigentlich nicht so wichtig. Das habe ich so, ja, gesammelt. Ich habe Alchemie betrieben und habe für uns einmal eine Fäulnis-Tinktur gemacht und auch eine Verderbtes-Tinktur. Das heißt, wenn wir das nächste Mal in einem Gebiet arbeiten müssen, wo wir Verderbnis und so weiter haben, können wir diese Tinktur benutzen. Was habe ich noch angestellt? Ich habe ein bisschen Eisenerz gesammelt und habe unsere Quest auf jeden Fall schon mal vorangebracht. Ich habe auf jeden Fall genug Steine jetzt zusammen für den für die Aufgabe, die wir in der Tasche hatten. Muss ich mal kurz überlegen. Ich hefte erstmal wieder zur besseren Übersicht alles ab. Ich habe keine Quests gemacht, sondern ich habe vom Syndikat einfach 3 Quests gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht und bin dadurch am Ende auch auf Stufe 18 gekommen. Ich glaube, wir waren letztes Mal 17. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das vielleicht sogar weniger war. Das müsste ich jetzt im Video nachgucken. Vielleicht wisst ihr es besser. Ich habe jedenfalls hier die Gesandte von Windkreis habe ich abgeschlossen. Und als Oberlos obendrauf habe ich... Bitte warten. Hallo? Da. Ich habe das erste Licht oder die Siedlung erstes Licht, Kleinstadt, aufgedeckt. Ich bin nämlich dorthin gereist und habe dort uns die Schnellreise aktiviert. Das heißt, da können wir theoretisch hinreisen. Dort ist eine Aufgabe abzugeben. 2 Aufgaben sind dort ready. Ich möchte aber mich ehrlich gesagt erstmal noch hier in dem Gebiet umtüdeln, würde ich sagen. Das hier ist Immerfall. Immerfall war wo? Immerfall war im Norden. Wir könnten heute nach Immerfall reisen, weil ein bisschen Reisezeit muss man ja auch einplanen, weil die Quest ist nämlich eigentlich vom Level her optimal für uns. Die ist Stufe 12, aber ich sehe gerade, wir haben auch die Grundlagen des Angelns, Stufe 10. Die könnten wir auch abgeben. Die befindet sich aber auch eine ganze Ecke weg. Die ist hier hinten. Da müssten wir also auch Richtung Immerfell reisen. Das ist natürlich eher unpraktisch. Da will ich jetzt nicht die ganze Folge mit verbringen. Was haben wir noch so? Also die Hauptquest, die will ich erstmal beiseite legen. Die machen wir später weiter. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen aufs Leveln konzentrieren. Wir werden das hier heute machen. Das ist eine gute Idee. Wir werden zu der Mo Farm gehen und werden dort uns Maiskolben und sowas besorgen. Ja, das klingt vernünftig. So, die ist auch nicht so weit weg. Ausrüstungstechnisch hat sich jetzt nichts getan, sieht man vielleicht. Ich glaube, die hier ist neu, die kennt ihr noch nicht. Die habe ich einfach nebenbei beim Spielen am Samstag bekommen. Und der Hut ist auch neu. Der war einfach besser als unser alter Hut. Deswegen konnte ich den einfach austauschen. Wir sind aktuell auf Ausrüstungsgewicht bei schwer.
Ich weiche langsamer aus, deine Blockstabilität steigt um 15 und die Dauer deiner Kontrollschwächung steigt um 20. Ich weiß gar nicht genau, was das heißt. Die Dauer deiner Kontrollschwächungen. Ich weiß es gar nicht. Also ich würde sagen, wir bleiben. Eigentlich schwere Rüstung würde ich bleiben. Würde ich sagen, es ist bei uns, glaube ich, das Beste, weil wir können zwar jetzt nicht mehr so schnell ausweichen, aber wir stecken halt Bär ein. Ich weiß es nicht. Oder ist mittlere Rüstung vielleicht besser, weil wir dort Bonusschaden machen? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, was die Ausrüstung betrifft, habe ich mich noch nicht so richtig entschieden. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? In die Richtung. Ich möchte gerne, aber bevor wir abreisen, sehe ich, fällt mir gerade ein, möchte ich gerne was nachgucken. Und zwar habe ich eigentlich am Wochenende schon etwas in den Handelsposten gestellt. Und ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir das nicht verkaufen. Ja, abgeschlossen, abgelaufen. Aber kriege ich die jetzt einfach wieder? Das verstehe ich halt noch nicht. Ich habe hier nämlich schwache Heiltränke und Reiseproviant eingestellt. Aktiv ist immer noch einer, der läuft noch 4 Stunden. Das ist einfach nur ein Mana-Trank. Aber ich weiß noch nicht, ob die jetzt einfach zurückgeschickt werden. Haben wir die bekommen? Nö. Das wäre auch irgendwie komisch, wenn wir die einfach ins Dings zurückbekommen, oder? Also, falls jemand da weiß, wie das abläuft mit dem Handelsteil, weil Briefkästen habe ich jetzt hier noch nicht gesehen, würde es mich mal interessieren, wie das funktioniert. Ich habe einfach mal spaßhalber was eingestellt. Ich habe gedacht, einfach mal ausprobieren. Ach so, und ich habe irgendwo hier auf meinem Schreibtisch einen Tagebucheintrag notiert, den ich gefunden habe. Beim Rumlaufen, beim Abbauen, beim Holzen. Und den würde ich gerne euch vorlesen. Und zwar. Tagebuch ist richtig, Dokumente. Jetzt muss ich sie erstmal finden. Es war im Kapitel Risiken des Adels nicht das hellste Fünkchen. Ich kann es einfach nicht glauben. Wir haben an der Küste Schiffbruch erlitten. Dann kämpften wir uns mit Mühe und Not durch diese lebenden Leichen. Nur um endlich eine Siedlung zu erreichen, in der wir uns von irgendwem dummen Einheimischen anhören müssen, wie man in Eternium überlebt. Pah, wissen die denn nicht, wer ich bin? Spielt keine Rolle. Wir werden es ihnen zeigen. Wir haben bereits ein kleines Lager in Sichtweite der Grenzen der Siedlung errichtet. Ich werde ihnen zeigen, dass wir auch ohne ihre dummen Regeln überleben können. Wir haben in der Nähe jede Menge Steine gefunden, aber auch wenn ich mir sicher bin, dass das genau die Steine sind, mit denen Vaters Jäger immer Feuer in der Wildnis gemacht haben, hatten wir noch kein Glück. Er hat sie über trockenen Gras gegeneinander geschlagen und schwupps, plötzlich war ein Feuer da. Es muss irgendeinen Trick geben. Vielleicht sind diese Steine kaputt. So, und wir haben sogar noble Narren. Also das scheint irgendwie, das gehört zusammen. Das heißt, wir haben jetzt beide Seiten. Die hier hatte ich aber schon vorgelesen, weil die hatten wir schon. Aber ich lese es einfach nochmal vor, dann haben wir den Zusammenhang jetzt vielleicht besser. Ich habe gerade von den Davis-Jungen und seinen Freunden gehört. Einfach entsetzlich. Hier in Eternium können deine Wunden und deine Seele geheilt werden, aber das hilft nicht, wenn du von Wölfen in Stücke gerissen wirst. Ich habe gehört, dass sie abends noch nicht mal ein Feuer hatten, um die wilden Tiere fernzuhalten. Dachten sie vielleicht, dass sie sicher wären und keins brauchen würden? Ich habe gehört, dass die Magistrat sogar versucht haben soll, sie zu überreden, in die Siedlung zu kommen und ihnen zu helfen. Aber sie wollten nicht hören, wollten wohl keine Hilfe vom gemeinen Volk. Verwöhnte Belger, sie sind aus purem Egoismus gestorben und ich scheue mich nicht, das auszusprechen. Würde es dir was ausmachen, das nächste Mal einige Karotten mitzubringen? Meiner scheint der Boden einfach nicht zu bekommen. Okay. Ja, das heißt, die guten Kollegen hier,
die keine Hilfe annehmen wollten, haben danach wohl auch das Zeitliche gesegnet. Das habe ich mir extra notiert. Das war auch die einzige Seite, die ich jetzt außerhalb gefunden habe. Wir können übrigens jetzt auf dem Kompass, wie ihr hier sehen könnt, neue Sachen sehen. Kleintiere waren, glaube ich, sowieso schon da. Neu ist jetzt dazugekommen, ist Eisenerz, wenn welches da ist natürlich. Meine Nase juckt schon wieder. Das ist furchtbar. So, mal schauen. Hier ist die Quest. Gut. Also ich ungefähr einen Plan habe, wo ich langlaufen muss. Also ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze verhält hier auf dem Kompass, weil ich habe halt die Befürchtung, dass das alles dann irgendwie zu viel wird in der Anzeige. Ich hätte gern irgendwie so einen Filter, der mir sagt, okay, ich hätte jetzt gerne nur Erze angezeigt. Oder in dem Fall. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Fällt mir gerade auf. Das ist natürlich Mist. Da müssen wir jetzt nochmal zurück. Ich kann ja jetzt hier nicht ohne Pfeile auf die Jagd gehen. Das funktioniert ja nicht. Ich muss ja meinen Bogen weiter ausarbeiten. So viel Zeit muss ja sein, ne? Dazu müssen wir auf jeden Fall einmal ins Lagerhaus. Da müsste ich eigentlich noch Eisenerz, Eisenbarren haben. Und ich brauche auf jeden Fall auch Federn. Und meine Nase juckt immer noch. Ich werde irre. So, und Holz haben wir, aber ich weiß gar nicht, ob wir die Holz Bauholz brauchen oder ob wir normales Holz brauchen. Das heißt, ich packe mir einfach mal. Ja, ich weiß, das ist zu viel. Das war auch nicht der Plan, dass ich alles rübernehme. Aufteilen. Ich will nämlich eigentlich nur so viel mitnehmen. So, das reicht schon. So, jetzt muss ich mal gucken, wo das Ganze jetzt hier war mit der Herstellung. Theoretisch brauche ich eigentlich nur eine Werkstätte. Holzwerkstatt ist das nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Steinmetz ist auch falsch. Wir haben es gleich. Bitte warten. Schmiede. Ich bin auch ganz ehrlich, ich erkenne die Dinger nicht, wenn ich da reingehe. Ich muss dann immer erst schauen, was das ist. Das sieht gut aus. Jawohl. So, ich hätte gern Pfeile aus Eisen. So, wir brauchen tatsächlich Bauholz. Okay. Dann werden wir jetzt mal kurz zur Holzwerkstatt rüberlatschen. Ich habe jetzt die Standard-Reparaturkiste. Okay. Interessant. Holz, Holz, Holz. Sind wir doch gerade gewesen. War doch hier, ne? Holzwerkstatt, genau. Dann machen wir nämlich jetzt gleich mal Bauholz aus dem Kram. Wenn wir sowieso schon dabei sind, das in der Tasche haben. Zimmermannslehrling. Holzverarbeitung Stufe 43. So, das kann sich doch sehen lassen, würde ich sagen. Ich weiß noch gar nicht, was hier die Maximalstufen sind. So, dann packen wir das mal wieder rüber. Pfeile haben wir erstmal wieder. Federn können wieder rüber. Und das kann auch wieder rüber. Ich werde dann demnächst aus dem Silbererz und dem Eisenerz auch weiterhin Material craften. Und wir machen unsere Taschen mal leer, dass wir wieder schön viel mitnehmen können. Die können auch rüber. Feuerstab. Nee, wir lassen den Feuerstab mal zu Hause. Wir könnten auch die Pfeile noch mitnehmen, damit wir die erstmal verbrauchen. Aber vielleicht werde ich die auch einfach mal ins Auktionshaus stellen. Das mache ich jetzt auch mal. Dann könnt ihr das auch mal sehen, wie das aussieht, das Menü. Ich mache mir da ganz ehrlich auch keine Platte, weil ich keine Ahnung davon habe. Ich weiß, das hassen manche Leute. Ich stelle das einfach ein mit dem Preis, der mir vorgeschlagen wird. Verkaufen.
Hier. Nee, Muskete ist nicht richtig. Hier. Das dürfte es sein. Keine Gegenstände zum Verkauf vorhanden. Dann müssen wir das jetzt so manuell suchen, weil ich nicht weiß, in welcher Kategorie das ist. Es sind Pfeile aus Feuerstein. Pfeile, Feuerstein, das sind sie doch. Ja, welche Kategorie es ist, weiß ich jetzt zwar trotzdem nicht, aber egal. So, dann steht hier Kaufauftrag erteilen oder Verkaufsauftrag erteilen. Was ich etwas verwirrend finde, wir befinden uns im Reiter Verkaufen. Und mir ist es nicht ganz schlüssig, warum ich jetzt einen Kaufauftrag erteilen soll. Aber ich kann mich auch komplett irren und damit ist der Auftrag gemeint, dass jemand anders das kaufen soll. Aber das ist ja eigentlich Verkaufen. Also versteht ihr ansatzweise, was ich meine? Also ich würde immer Verkaufsauftrag erteilen sagen. Ich möchte alle verkaufen und ich möchte nur 3 Tage dran haben. Das kostet mich natürlich ein bisschen Kohle. Aber wir kriegen auch nicht wirklich was dafür. Hört mir mal gerade auf. Dein Verdienst pro Stück, ja. Abbrechen. Da kann ich sie auch gleich im Müll schmeißen. Weil das lohnt sich nicht. Aber ist auch kein Wunder, weil die kann ja jeder Hans und Franz herstellen, ne? Das muss man jetzt auch mal offen und ehrlich so zugeben. Feuersteine, Pfeile sind absolut easy. Gar kein Problem. Hier haben wir wieder einen ganz kleinen Grafikbug. So, jetzt geht's aber in das Gebiet. Wir haben schon wieder 17 Minuten von der Folge und ich habe noch nichts Produktives von mir gegeben. Aber so ist es nun mal. Das Let's Play wird es noch eine Weile geben, denke ich. Wir werden hier noch eine ganze Weile beschäftigt sein. Und ich denke auch, dass ich das ein oder andere Wochenende dann nochmal zum Skillen, sag ich jetzt mal, verbrauchen werde. Das ist aber nicht schlimm. Solange das Spaß macht, mache ich das auch. In ArcheAge habe ich damals auch einige Wochen habe ich dort gegrindet. Und habe auch Fortschritt erzielt, also solange sich das mit dem Let's Play nicht in die Quere kommt, ist das alles kein Problem. Bei ArcheAge war es damals aber sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, weil ich das Let's Play in der Zeit pausieren musste. Das war scheiße, sag ich ganz einfach mal. Das ist kacke, das ist nicht gut. Wir können jetzt mittlerweile übrigens auch dank meiner Sammelkunst, die ich vor den Statten gemacht habe, richtig schön die Metz hier sammeln, die jetzt hier rumstehen. Also Drachenarten und wie sie alle heißen. Sieht übrigens sehr interessant aus. Falls jemand übrigens weiß, ich könnte das auch einfach selber googeln, aber ich kann auch einfach mal die Leute ambitionieren, irgendwelche Sachen einfach mal in den Chat zu schreiben, wollte ich fast sagen. Wir sind nicht bei Twitch, hallo. In die Kommentare, wollte ich sagen. Zu schreiben, ob die Level von den Berufen auch 60 maximal sind. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil es mir ziemlich einfach vorkommt. Also, ich weiß nicht. Wir sind ja hier irgendwie immer noch im Startgebiet, würde ich sagen. Und ich kann hier eigentlich soweit alles abbauen. Ich bin jetzt über 30, also ich bin jetzt, gehe auf 50 zu. Ich glaube, es gibt hier noch Pflanzen, die mit 50 erst abgebaut werden können. Ja, mal schauen. So, da haben wir einen Kollegen. Ja, das hat nicht geklappt mit dem Ausweichen. Immer schön versuchen, den Bogen mitzunehmen, wenn man hier irgendwelche Gegner angreift, umbringt, wie auch immer.
Weil damit kriegt der Bogen dann immer ein bisschen Erfahrung ab. Ich habe aber auch festgestellt, dass diese kleinen Mobs wirklich erfahrungstechnisch nicht mehr wirklich der Renner sind. Also die sollte man dann am besten auch links liegen lassen. Weil die sind dann im Endeffekt einfach nur Zeitverschwendung. Das klingt ein bisschen hart, aber es ist so. Das merkt man mit der Zeit dann auch. So, wir sind auf der Mo Farm. Die Gegner haben Stufe 13, also dürften eigentlich kein Problem mehr für uns sein. Aber wir werden uns mal eines Besseren belehren. So widerlich, ey. Die sind so ekelhaft, die Viecher. So, hier haben wir Erdbeeren. Die werden wir mal schön mitnehmen. Dann können wir nämlich schöne Materialien, also schönes Essen herzaubern. Feld, oder? Das war gar keins. Ist das hier noch eins? Ja. Sehr gut. So, und hier haben wir Kohl. Das war die falsche Taste. Ja, ich habe mittlerweile festgestellt, solche Sachen sollte man einfach mitnehmen, solange man Platz in den Taschen hat. Und da vorne ist nämlich Mais. Mais ist nämlich gar nicht unwichtig. Mais. Nee, das ist auch cool. Aber das hier vorne ist doch Mais. Magische Pflanzen können jetzt verfolgt werden. Ich wollte gerade sagen. Mais war nämlich eigentlich gar nicht mal so unwichtig. Damit konnte man Mehl mittlerweile herstellen. Also wir sind beim Kochen auch schon relativ fortgeschritten. Ich gucke mal kurz rein. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie weit ich war. Fertigkeiten. Kochkunst. Sehr gut, Stufe 11. Im Vergleich zu den anderen natürlich jetzt nicht so riesig. Aber man muss bedenken, Kochen ist hier auch nicht unbedingt einfach. Weil man braucht eine Menge Materialien. Man muss hier alles sammeln. Das ist schon wieder eins von diesen Silent Hill Viechern. Die sollen bloß verschwinden. Wir nehmen hier schön den Kohl mit, meine Lieben. Den nehmen wir, holen wir uns. Natürlich sind wir auch darauf geachtet, dass wir hier die Quest machen. Ernsthaft jetzt? Der hat mich noch gesehen? Ach Mann, das ist noch ein zweiter. Furchtbar, diese Viecher. Übrigens, die können auch nach hinten springen, die Viecher.
Das ist eine schöne Ausbeute hier, das kann man auf jeden Fall sagen. So, da haben wir wieder einen solchen Kollegen. So, damit haben wir Bogenstufe 4, das ist sehr gut. Dann wird er langsam sicher, holt er im Level auf. So, da wollte ich draufklicken. Bogen. Und damit kriegen wir den Schnellschuss. Schieße 3 Pfeile hintereinander ab. Die ersten beiden verursachen 100. Die letzten Pfeile verursachen Rückstoß und 125 Waffenschaden. Tja, die Quest-Items haben wir jetzt noch nicht so richtig gefunden. Aber das kann ja noch kommen. Zum Beispiel hier. Maiskiste, Erdbeerkorb. Da drinnen ist mit Sicherheit auch noch was. Das gehen wir gleich an. Da glitzert es nämlich schon. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass ich den Kollegen hier... Den habe ich gar nicht gesehen, ey. Ich hasse es, wenn sie ausweichen. Ja, ich hasse sie. So. Tasche mit Wacholderbeeren. Das ist mir auch aufgefallen. Die kriege ich jetzt immer öfter. Also ich kriege irgendwelche kleinen Taschen mit irgendwelchen Nahrungsmitteln. Okay, jetzt sind wir erstmal eine Weile beschäftigt, bis wir die ganzen Kürbisse hier geerntet haben. Wir werden mal kurz unsere Waffe reparieren hier. Ich glaube, dass wir heute nicht viel mehr schaffen als diese eine Aufgabe. Aber ich glaube, das ist nicht so wild. Beim nächsten Mal werde ich mal den Schnellreisepunkt nach Immerfall besorgen. Bin mal gespannt, wie viel Respawn hier noch ist, bis wir... Ich sag mal, das Feld abgeerntet haben. Oh Mist, das Vieh wieder da. Falsche Taste! Verdammte Axt! Kann ich.
So oder so ähnlich. Blödes Vieh, ey. Ich möchte sie alle haben. Ich bin jetzt stur heute. Ich will diese Kürbisse haben. Und zwar alle. Als nächstes werde ich mir übrigens eine größere Tasche basteln, dass wir mehr tragen können. Das habe ich ja schon mal erzählt. Das geht relativ einfach über die Lederverarbeitung. Das war doch mal ein guter Run. Der hatte ja wohl mal gar keine Chance, würde ich behaupten. Hallo. Ich weiß genau, dass du mich gesehen hast. Das ist mir egal. Reingehen müssen. Vorher werden wir aber den Kollegen hier ausschalten. Lassen, ganz wichtig. So. So. Die Sachen nehmen wir noch mit. Und natürlich die letzten Kürbisse. Und dann können wir auch schon tankfrische Forellen sammeln. Okay. Wow, ist der resettet. Kaputt. Ach du Kacke, das ist ja übelst weit weg. Oh nee, da reisen wir jetzt nicht mehr hin, Leute. Das dauert ja ewig, oder? Oder machen wir das noch? Übrigens, die Dinger hier sind zum Kotzen zum Fangen. Ich weiß, jeder von uns kennt das schon. Aber die sind richtig ätzend, die Viecher. Ich weiß, wie die heißen. Rehe, Hirsche. Die sind so anstrengend. Die rennen die ganze Zeit, rennen die jetzt weg. Bleiben zwischendurch mal stehen, damit man sie vielleicht mal erwischen kann. Aber ansonsten sind die nur am Wegrennen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Lebensblüte. Ja. Nee, Leute, da reisen wir heute nicht mehr hin. Das dauert mir jetzt echt zu lange. Das dauert mir jetzt echt zu lange. Was ist das denn? Ach, guck an. Ein Hirschbulle. Den hat jemand liegen gelassen. Den nehmen wir doch mal mit. Hier vorne haben wir eine schöne Verderbnis. Welche Stufe? 25. Also immer noch zu hoch für uns. Aber irgendwann sind wir ja auch Stufe 25. Und dann können wir da vielleicht mal rein.
schöne Gegend, oder? Ich mag das hier. Wir laufen mal ein bisschen weiter in die Richtung. Aber ich will versuchen, hier von der Verderbnis wegzubleiben. Wir sind gerade Leute dabei. Wir machen das gerade. Hört sich krass an, finde ich. Und sieht auch gar nicht so einfach aus. Ich gehe auch davon aus, dass man das mit 25 nicht direkt machen kann, sondern dass man da wahrscheinlich noch ein bisschen warten sollte. Hallo, ich hätte das hier gern geerntet. Danke. Ich kann jetzt mittlerweile dank dem Marathon am Samstag, also ich weiß gar nicht, ein paar Stunden werden es gewesen sein, die ich gespielt habe, kann ich jetzt ehrlich gesagt kein Kraut mehr in Ruhe lassen. Ich muss es haben, meine Lieben. Ich kann es nicht stehen lassen. Sobald ich in meinen Augen etwas erblicken, was leuchtet, und ich habe da schon wieder welches gesehen, will ich es haben. Wenn man es dann auch hinkriegt, ne? Also, wir haben ein schönes Eisenerz, das nehmen wir auch mit. Und so ist es im Endeffekt am Samstag auch gelaufen. Ich bin einfach durch die Gegend gelaufen, habe mich am Anfang bin ich eigentlich noch querfeld eingerannt und habe einfach alles gemacht. Und dann habe ich nach einer Zeit gemerkt, okay, du musst dich jetzt mal irgendwie auf eine Sache konzentrieren und habe dann erst Holz gemacht und danach, glaube ich, Bergbau. Irgendwie so in dem Dreh. Und bin dann immer, wenn die Taschen ansatzweise voll waren, Richtung Bank zurückgegangen. Und so hat sich das dann angesammelt. Im Endeffekt eine kleine Farming-Session habe ich gemacht am Samstag. Ich denke ziemlich sicher, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht sonderlich spannend ist. Zuzugucken, deswegen habe ich erstmal offline gemacht. So, jetzt laufen wir doch noch bis zum See, aber was soll's, ich habe halt Bock. So, hier haben wir Schlammlöcher eigentlich, aber die kann ich irgendwie... Doch, Sickerstein, tatsächlich. Ich wollte nämlich sagen, ich kann die irgendwie noch nicht abbauen, aber doch. Das ist nämlich die neue Ressource, die ich jetzt im Bergbau gelernt habe. Und die brauche ich auch früher oder später. Die benötige ich auch für Herstellung. Wir bringen auch richtig Erfahrung, wie man sehen kann, weil der Abbaubalken sehr, sehr klein ist. Je länger man für etwas braucht, desto mehr Erfahrung kriegt man dafür. Und da bekommt man Öl raus. Irgendwie auch interessant, dass diese, ich sage es mal, Ölquelle so dicht am Wasser ist und das Wasser nicht verschmutzt. Aber das ist schon krass, wie ewig lange sie dafür braucht, ne? Aber zack, jetzt sind wir Stufe 35. Silber kann jetzt verfolgt werden. Ich habe festgestellt, dass man hier immer zu ungeraden Leveln praktisch immer Fortschritt bekommt. Bedeutet auf gut Deutsch 35, 45 und so.
Ja, eigentlich hatte ich gedacht, dass die geraden Level eher was bringen. Aber ist nicht so. Ich muss auch sagen, das war jetzt der erste Sickerstein, den ich abgebaut habe. Und hier sind noch mehr davon. Ich werde die jetzt aber nicht alle abnehmen. Weil sonst werden die hier heute gar nicht mehr fertig. Das geht nicht. So, mal kurz einen Blick auf die Karte. Wir müssen jetzt hier mal schauen, dass wir hier hochkommen. Was ist denn das da vorne? Ach, das ist ein Baumstumpf. Der sah so komisch aus. Ja, und mitten auf dem Weg, als würden die Leute darüber fliegen wollen, erstmal ein Eisenerz. Ich überlege auch schon, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, vielleicht die Abbauwaffe besser zu machen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es das gibt oder ob man einfach über die Fertigkeiten hier skillt. Ich vermute fast schon über die Fertigkeiten. So, hier müssen wir jetzt wieder runter. Hier sind wieder Erze, aber die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Wir lassen die Erze jetzt mal Erze sein. Ich kann ja hier nicht alles mitnehmen. Und dann werden wir auf jeden Fall mit dem Ruhestein zurückkommen. So, sammle fangfrische Forellen, Seeforellen. Sind das jetzt Sachen, die ich hier angeln muss, oder sind das Sachen, die ich jetzt sammeln muss? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, sammeln. Jawohl. Steinernes Antlitz, warmes Herz. Aus industrielle Bemühungen. Okay. Gleiches Prinzip wie immer. Wir gucken uns das erst an, wenn wir im sicheren Gebiet sind. Also wir können uns nicht in Ruhe legen. Albenaya. Clemensen Notizen. Okay. Ich sehe schon, wir haben jetzt gleich eine Menge zu lesen noch. Leute, ich glaube, das wird eine XXL-Folge. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich kann nicht aufhören gerade. So, hier haben wir so eine Häuser. Nein! Dammig. Das ist natürlich jetzt ganz ungünstig geworden. Aber die sind gar nicht so dumm, die NPCs. Kommen nicht zu mir.
Hier haben wir übrigens noch mehr Sachen zum Einsammeln. Ich hasse das, in diesen kleinen Häusern kann man so wenig sehen. Der scharlachrote Schmelztiegel, auch aus industrieller Bemühungen. Sehr gut. Ja, wir können jetzt irgendwie witzigerweise immer noch Fischreusen sammeln, obwohl wir die Aufgabe beendet haben. Ich weiß nicht warum. Die sind immer noch markiert. Ich glaube, das war's. Ich halte gerade noch Ausschau nach anderen Seifen, aber ich sehe keine mehr. Okay. So wenig Platz. So. Ich sammle die Fischreuse einfach mal auf, damit die aufhört zu leuchten. Seite haben wir schon. Hier waren wir auch schon. Dann würde ich sagen, haben wir alles. Dann begeben wir uns mal in sichere Gefilde. Ups. Moment. Ja, das war schon fast wieder ein Level, was wir jetzt gemacht haben. Aber die Folge ist heute auch wirklich sehr lang, deswegen werde ich jetzt auch gleich die Folge beenden. Gleich nachdem wir den Ladebildschirm überwunden haben. Abgeben tun wir das Ganze beim nächsten Mal. Und ja, ich werde mich, denke ich, mal am Wochenende nochmal hinsetzen, vielleicht noch ein bisschen skillen. Mal gucken, ob ich noch was schaffe oder auch nicht. Ich würde am Wochenende auch gerne Lost Ark starten. Ja. Aber da weiß ich immer noch nicht, ob es möglich ist. Da müssen wir einfach mal darauf hoffen, dass sie bis dahin vielleicht die Warteschlangenproblematik in den Griff bekommen. Oder auch nicht. So, meine Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich glaube, wir haben ein bisschen was geschafft. Oder auch nicht. Eine ganze Aufgabe heute. Aber dafür haben wir jede Menge Materialien gesammelt. Das heißt, ich werde mich dann am Wochenende in die Küche begeben und ein paar Gerichte zaubern und unsere Kochkunst noch ein bisschen skillen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Für alle Guten, die wir 5-Tage-Woche haben, immer auf die bezogen. Noch 2-mal früh aufstehen, meine Lieben. Nee, halt, stopp. Ja, doch. Für euch, ja. Für mich aktuell, nein. Aber ja, wir haben Bergfest und ja, wenn ihr möchtet, sehen wir uns heute Abend zum Stream oder am Freitag oder am Sonntag. Wenn es wie ihr wollt. Würde mich freuen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.